Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ao Oni. So, dann können wir hier ja jetzt eine ganze Menge untersuchen. Ach, Sekunde. Wir speichern nochmal. Ach, ich habe schon gespeichert. Okay, egal. Doppelt speichern ist auch gut. So. Geht nicht. Oh mein Gott! Scheiße. Oh, wir haben die Tür aufgemacht. So ein Glück aber auch. Oh. Das war echt fies. Was ist denn, wenn ich jetzt... Aha, okay. Wir untersuchen hier einfach alles. Das habe ich jetzt echt gelernt. Hier könnte alles irgendetwas verbergen. Diese Tür, die da in der Wand so versteckt war, die war natürlich am fiesesten. Okay, die ist versperrt. Da kommen wir erstmal nicht durch. Wow, okay. Puh, das war echt krass. Ach so, hier ist gar nichts. Ich drücke, aber da passiert nichts. Okay, dann halt nicht. Und da? Da fallen wir anscheinend nicht runter. Ah, Sekunde, hier oben. Aber man hat das ja schon ein bisschen gesehen. Wenn man das so geahnt hat, dass da die Tür ist, dann konnte man so einen ganz leichten Umriss erkennen. Hier sehe ich nichts eigentlich. Oh, okay, Sekunde, nochmal speichern. Und was haben wir hier? Fenster? Es regnet. Es regnet. Es regnet. Es regnet. So, jetzt habe ich zur Sicherheit alle Fenster. Oh, oh, oh. Okay. Oh, oh. Was? Return? B-Button? X, Escape, 0 Key. Ist das jetzt ein Rätsel oder nur ein Hinweis, was ich machen soll? Oh! Nein, nicht so ein Rätsel. Oh, nee. Das ist so ungefähr das, was ich nicht kann auf der Welt, ja? Oh, nee. Komm schon. Ich erkenne ja nicht mal, was ich gerade bewegen kann. Ach so, ich bewege den Kopf und bewege die damit weg. Sekunde, wie gehe ich jetzt rückwärts? Aha. Arme weg, Beine weg. Nu? Was soll das denn bedeuten? Boah, Mann, die Rätsel sind hier irgendwie nicht leicht. So. Wenn ich jetzt so mache, habe ich davon gar nichts. Im Grunde kann ich doch fast nichts machen. Ich kann hier und so. Und dann so halt wieder. Und dann habe ich wieder den. Okay, wir gucken uns erstmal um. Aha. Oh, oh, ein Stuhl. Wir wissen ja, Stühle. Stühle kann man bewegen hier. Da komme ich irgendwie nicht ran. Hier sind... Oha. Okay. Oben links hat es ein rotes Auge. Ach so. Die hat er jetzt eingepackt. Die aber nicht. Und die auch nicht. Die haben ja auch silberne Augen. Aha. Ein rotes Auge. Kann ich das jetzt eintauschen gegen dieses hier? Ach, ich kann mir das angucken. Ich drücke oben, unten, links, rechts, aber es passiert nichts. Was ist, wenn ich hier... Ja? Aha. Ist ja interessant oder so. Ich verstehe nichts. Was wollt ihr von mir? Ja, unbedingt. Macht das mal. Kann ich das jetzt kombinieren? Nein? Oh mein Gott, okay. Wir gehen erstmal wieder raus. Oh Gott. Das ist ja super mega kompliziert. Wow, hat das heftige Rätsel. So, was haben wir denn hier? Hier geht auch Licht an und aus. Ich finde das ziemlich gruselig. Oh, Licht an, aus kann natürlich auch bedeuten, dass die Puppen im Dunkeln leuchten oder sowas. Dass sie sich aufladen und man dann... Burn. Brenne. Yeah. Yeah. Habe ich das nicht gut... das wollte ich gar nicht. Habe ich das nicht gut kombiniert? Was? Oh nein, es hat kein Fluid mehr. Okay, das hat den Arm nach oben. Und das hat alles schwarz. Oh Gott. Hier ist wieder leer. Da passiert nichts. Ich habe es jetzt hingestellt, aber es reagiert nicht. Die hier kann ich auf jeden Fall immer nicht nehmen. Und das nimmt er immer mit. Aha.
Okay, burn. Ich würde es ja burnen, aber ist ja leer. Okay, aber das ist ja schon mal... Okay, ich glaube, es ist weg. Hui. Burn, gab es irgendwo noch ein offenes Feuer? Ich glaube nicht, oder? Wir speichern nochmal. Hoi, hoi, hoi. Okay, wir haben hier ja noch andere Wege. Da könnte ja noch was sein. Herr Flix, es ist stockfinster. Da sehen wir wieder nichts. Und wir haben keinen Leiterfluid mehr. Manu. Was haben wir hier? Eine Lampe. Aha, wir haben jetzt eine Lichtquelle. Das ist natürlich schon mal gut. Das ist immer gut. Aber wo kann man die reinmachen? Mir ist gar keine Lampe aufgefallen, die keine Glühbirne gehabt hätte. Hm. Vielleicht kommt das noch. It's raining. It's raining. Es regnet. Und es regnet. Nein, 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 nein. Es ist irgendwie ziemlich schnell. Nein! Nein! Scheiße! Das hat mich natürlich gesehen. Nö, nö, nö. Continue. Okay, wo waren wir eben gewesen? Ich hatte nur die Glühbirne mitgenommen. So. Okay, dann speichern wir hier jetzt nochmal. Und dann gehe ich erst hier unten lang. Nein, okay, bringt ja nichts. Wir müssen da ja hin. Früher oder später. Ich gehe diesmal nicht da lang. Oh, ich könnte mich in die Zelle einsperren. Wenn ich schnell genug bin. Nein! Oh, tut mir leid. Das ist ein bisschen mit mir durchgegangen. Oh, okay. Kriegen wir hin. Wenn ich mich nicht verklickt hätte, hätten wir das geschafft. Diesmal verklicke ich mich nicht. Los, 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 los. Beeil dich, beeil dich. Nein! Hui! Ah! Entschuldigung. Ich kann es echt gerade nicht kontrollieren. Oh. Ich gehe doch woanders hin. Ist mir zu doof. Ich schaff das dann nicht in die Zelle rein. Das war zwar eine gute Idee, aber... Ich sag jetzt einfach mal selbst von mir, dass das eine gute Idee war. Boah, der verfolgt mich so lange. Ich gehe einfach wieder ins Wohnzimmer meines Vertrauens. Ah, okay, er ist weg. Oh, meine Güte. Mit welcher Fassung Hiroshi das Ganze immer trägt. Er läuft stoisch weiter durch dieses Gebäude. Ist ihm total egal. Er hinterfragt auch nie irgendwas. Hm. Hm. Was haben wir denn hier? Ah, das wäre natürlich super, wenn wir da... Oh, tatsächlich. Nein, nein, das war schon gut so. Aber wir brauchen natürlich Feuer, sonst bringt das gar nichts. Die können wir anscheinend nicht bewegen. Hier ist ein Kaffee, aber damit geschieht nichts. Da ist aber auch eine Kaffeekanne. Gucken wir mal. Hm, nee, nix. Okay, da könnten wir sie verbrennen. Wie gesagt, wenn wir Feuer hätten, was wir leider momentan noch nicht haben. Was hat es denn hier mit dieser Statue auf sich? Oh Mann, wieso haben wir keinen Leiterfluid mehr? Hm. Okay, dann weiter. Nee, Quatsch, ich wollte speichern. So. Oh. Oi. Kann man hier reinfallen? Oi. Oh wow, hier gibt es einiges anscheinend. Aha. Was steht denn hier? Weiß. Weiß. Okay, was könnte das sein? Ja, natürlich nicht. Okay, wir machen mal... Aber ist das da nicht ein Loch davor? Ach so. Ja, super. Oh nein, gleich kommt irgendwas. So. Ja, definitiv. Super. Können wir das jetzt verbrennen? Hm, was hat es hier mit auf sich? Sehr, sehr verdächtig. Hm. Ich speichere nochmal. Was ist denn hier? Hm. Oh.
Wo taucht das Viech gleich auf? Ich weiß es, es kommt gleich. Dann verbrennen wir jetzt erstmal die Puppe. So. Puppe. Und verbrennen. Yes. Ist die Puppe jetzt drin? Ja. Aha, roter Stein. Oh, ja, aha. Jetzt ist mir alles klar, nicht? Ein roter Stein. Ich meine, okay, was könnten wir... Wo war es denn so dunkel gewesen? Hier nicht. Also, jetzt ist es da dunkel, aber... Oh, ich hasse... Hui, hallo! Ah, oh, du bist das Hiroshi. Erschreck mich doch nicht so. Takeshi, du bist in Ordnung. Ja, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich von diesem Monster erwischt werde. Es gibt nirgendwo, wo ich mich verstecken kann und wo ich hin kann. Wenn ich doch nur... Hätte ich doch nur nicht vorgeschlagen, dass wir hierher kommen, dann wären wir nicht in diesem Chaos. Es ist... Es ist alles meine Schuld. Ah! Idiot. Manu, bleib doch hier, ich könnte dir helfen. Oh, Hilfe, was ist das? Ah. Sekunde. Okay. Hier muss doch wieder... Oh nein. Hier muss es doch irgendwo wieder eine Kerze geben. Oder? Ja, da. Ja. Oh Gott, und es ist nicht direkt irgendwas Schlimmes passiert. Okay, hier ist ein Schrank. Und hier können wir das bewegen. Und ich denke, wir nehmen das mal mit. Sehr gut. Nur was machen wir jetzt mit dieser schönen Statue? Mal überlegen. Wenn die da runterfällt, bringt uns das doch nichts, oder? Oder bringt uns das was? Und was war hier noch gewesen? Was passiert, wenn ich hier jetzt... Gar nichts. Redstone. Das ist die ganze Info, die wir erhalten. Okay. Oh nein, wo gehe ich denn hin? Nein, 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 nein. Verdammt. Okay, kein Problem. Ich schaffe das. Continue. Wo waren wir denn gewesen? Okay. Ja, dann ist das das Einzige, was mir einfällt. Oder können wir die etwa auch die Stufen hochnehmen? Nee. Okay, dann schmeißen wir die einfach das Loch runter. Mal gucken, was dann passiert. Was? Das geht nicht? Hä? Wozu kann ich die Statue denn dann hierher mitnehmen? Kann ich sie da nach unten mitnehmen? Aha. Ui! Ich weiß nicht, wohin. Nein, das war ganz schlecht. Das war ganz schlecht, ganz schlecht. Ganz schlecht. Okay. Alles klar, also. Sekunde. Wo ist denn Versteckungsmöglichkeit? Ich glaube, weiter oben war was. Okay. Oh. Ich bin dem Ganzen entkommen. Jetzt haben wir einen blauen Stein. Aha. Jetzt haben wir einen roten und einen blauen Stein. Redstone, Bluestone. Aha. Mhm. Wir haben auch noch das weiße... Hieße Post da oben! Nein, 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 nein. Oh, Glück gehabt. Oh, da steht jetzt was. 361. 361? Aber wieso steht das da jetzt? Oh je, auf meinem Blatt ist kein Platz mehr und die Rückseite ist auch voll. Sekunde, habe ich hier noch eins? Hier. 361. Hm, 361. Hm. Oder 19E. 19E. Das ergibt keinen Sinn. Egal. Wir haben auch immer noch die komische Glühbirne. Hm. Könnt die denn noch hin? Hier ist das. Okay. Ham, 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 ham. Hier war nichts weiter gewesen. So.
Hier haben wir alles gesehen. Oh Mann, gleich taucht das Viech wieder auf. Was war denn hier unten noch gleich gewesen? Ah, diese Tür. Okay, die ist immer noch zu. Da kommen wir nicht rein. Dann müssen wir hier weiter. Oh, verflixt, mein Fuß ist eingeschlafen. Kennt ihr das auch? Oh, ich hasse es. Nennt ihr das eigentlich auch so? Ich glaube, das nennt man immer so, oder? Dass der Fuß einschläft, wenn er so kribbelt. Okay, ist ja auch egal. Hier ist noch dieses Ding, aber. Oh, nicht Endgame. Aha. Oho. Oh je, das hier. Oh Gott, oh Gott. Ha, Sekunde, aber. Vielleicht. Nee, ist nichts passiert, oder? Was war denn hier noch gewesen? So, zwei graue Augen, Arme nach unten. Zwei graue Augen, Arme nach unten. Huch. Zwei graue Augen, Arme nach unten. Ich probiere mal kurz diese ganzen B-Button. X. Ah, okay, ich glaube, das ist einfach nur, um da rauszugehen. Null. Null passiert bei mir gar nichts. Ah, okay, auf dem Nummernblock. Oh. Ich traue mich eigentlich nicht, mich zu bewegen in dem Dunkel. Obwohl. Geht der Leiter jetzt? Ich glaube ja. Probieren wir mal kurz. Aha. Oh. Aha, hat sich nichts verändert. Okay. Auch hier nicht. Ja, alles klar. Das ist ja interessant. Aha. Sehr schön. Oh. Ah nee, habe ich ja eigentlich schon gemacht, den Teppich. Ah, la 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 la. Hier sind keine Räume, nein. Oh Mann, gleich taucht das Viech wieder auf. Ich weiß es, ich weiß es. Ich gucke nochmal den Teppich genau an. Nein. Also, okay, die da links waren grau unten unten. Aber dieses Graue hat den einen Arm nach oben. Und das hier hat keine. Ah, hat keine Augen. Ja, super. Wir haben den roten Stein eingefügt. Und jetzt den blauen. Oi. Und nu? Jetzt haben wir den Kopf. Ich speichere schnell. Und jetzt könnten wir den vielleicht auf die, auf, in dem Bild benutzen oder so. Nein! 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 Wieso hast du das getan? Und wieso sage ich nichts dazu? Wie kann ich denn so gefühlskalt sein? Oh Mann, oh, das tut mir leid. Tada! Und wir benutzen die Kombination 361. Basement Key. Aha, wir kommen in den Keller. So. Ein perfekter Moment, um einen Cut zu machen. Wir sehen in der nächsten Folge, was uns im Keller erwartet. Ich würde darauf tippen, dass dort ein lila Monster ist. Entweder mit langen Haaren oder ohne lange Haare. Auf jeden Fall wird es dort sein und uns wieder verfolgen. Aber ich schaffe das schon. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Aoni wieder. Ich bin schon total gespannt. Also bis dann. Ciao, ciao.